Die Jossi AG aus Islikon regelt ihre Nachfolge. Die Eigentümer Armin und Heinz Jossi verkaufen den Medtech-Systembauer mit 120 Mitarbeitern und einem Umsatz von 30 Millionen Schweizer Franken an die Inovo-Gruppe. In St. Gallen beim Hauptsitz der Osterwalder St. Gallen AG an der Oberstraße erfolgte der Spatenstich zur ersten Wasserstofftankstelle der Ostschweiz. Die Eröffnung ist auf den 4. April 2020 geplant. Das Frauenfelder Metallbauunternehmen Tuchschmied AG ist nach 170 Jahren Geschäftstätigkeit Konkurs. Rund 100 Mitarbeiter verlieren ihre Stelle. Grund für das Aus sei das verschärfte Marktumfeld. Im Auftrag von Huber und Suhner hat das Goldacher Atelier Erfindergeist eine kostengünstige, unauffällige und ohne Werkzeug zu montierende 5G-Innenantenne entwickelt. Diese hat nun einen Red Dot Award gewonnen. Am 3. Juni 2020 wird wieder der Jungunternehmerpreis Startfeld Diamant vergeben. Teilnahmeberechtigt sind St. Galler und Außerroder Startups. Die Bewerbungsphase läuft bis am 17. Januar 2020.